Ja, Österreich hebt die Ausgangssperre auf, geht fast zurück zur Normalität. Ja, vielleicht ist Kanzler Kurz einfach so vernünftig, dass er weiß, bevor er hinterher ganz große Prügel kriegt, weil er so viel kaputt gemacht hat, indem er ungefragt die hypochondrischen Irrtümer der Medizinindustrie übernommen hat. Ja, rettete er sich vielleicht jetzt dadurch. In Frankreich beginnt wohl auch mit Lockerungen, ja. So, und dann haben wir die andere Seite ist eben zum Beispiel Wolfgang Kubicki von der FDP, kritisiert scharf die Robert-Koch-Institut-Zahlen, die wirken aus seiner Sicht politisch motiviert. Also da formiert sich also jetzt schon Widerstand gegen diese hypochondrischen Panikmachen, die nicht wirklich auf sauberen Daten gegründet waren, sondern auf der typischen medizinischen Hypochondrie. Ja. Und Eva Herrmann, die Ex-Tagesschau-Moderatorin oder Sprecherin und Pop diskutieren die Bildkehrtwende, über die wir in den letzten Sendungen berichtet haben. Ja, und dann vielleicht noch das als Hinweis. Ja, oder nehmen wir jetzt erstmal Rainer Mausfeld dran, ja. Rainer Mausfeld, Professor Rainer Mausfeld, hat bei der Teleakademie aktuell einen Vortrag gehalten und er beschwört wieder die da unten, die als Demos doch endlich herrschen mögen. Also er träumt nach wie vor davon, irgendwie die Leute unten zum Aufstand zu bewegen, weil er nicht einsehen will oder nicht akzeptieren will, dass das nicht in deren Möglichkeitsraum ist, ja. Also sozusagen diese sogenannten Lämmer, wie er sie ja auch nennt, das Schweigen der Lämmer, diese zu aktivieren, ist nahezu unmöglich. Die kann man nur aktivieren mit solchen, ja, durchaus mit solchen linksradikalen Hetzparolen, ja. Konnte man die aber immer nur aktivieren, wenn es wirklich allen beschissen geht. Solange noch die Wirtschaft und die Gesellschaft halbwegs noch ein Niveau hat, wo die Leute noch irgendwas zu verlieren haben, hört eben auf solche linksradikalen Hetzer. Zum Glück muss man sagen, niemand, denn das läuft ja dann auf blutige Krawalle hinaus und so weiter, ja. Also Mausfeld in der Sackgasse der Linksextremisten. Ne? Ja, Dr. Med-Gerd Reuter, den wir ja als sehr vernünftig kennengelernt haben, der uns ja klargemacht hat, dass eben unser Gesundheitssystem nachweislich tötet und mittlerweile die Lebenserwartung wesentlich verkürzt hat, der sagt auch wieder, in einer Sendung, in einer neuen Sendung. Beatmung ist für ihn das Todesurteil. Ja, also die Übertherapie tötet. Ja, und er spricht von einem Lügengebäude bei Corona. Ja, ich würde es weniger hart formulieren. Ich würde sagen, ein Irrtumsgebäude, denn die Hypochonder, die sozusagen Übertreiber der Gefährlichkeit von Viren, das ist ja die Berufskrankheit eines marktwirtschaftlichen Medizinsystems. Ne? Ja, das ist, kann ich ja mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Hier so funktioniert das, naturwissenschaftlich gesehen. Wenn wir hier einen Wettbewerb haben unter Bedingungen der Marktwirtschaft zwischen jemandem, der Viren realistisch einschätzt und hier einem, der die Viren übertrieben einschätzt, also hypochondrisch reagiert, panisch reagiert auf Viren und sie für übermächtig hält, also für Killerviren hält, ja?
Und dann vergleichen wir die Verdienstmöglichkeiten unter den Bedingungen der Marktwirtschaft und dann sehen wir hier, der, der kein übertriebenes Drama macht, kann nicht besonders viele medizinische Maßnahmen verkaufen, weil es ihm nicht gelingt, die Bevölkerung in Panik zu versetzen. Und die Leute, er bringt die Leute nicht dazu, dass die Leute seine Impfungen oder Medikamente kaufen und ihm aus den Händen reißen, weil er dazu das Virus zu realistisch einschätzt. Während derjenige, der sich irrt, also den gewinnbringenden Irrtum hat, von dem Killer-Virus, der wird die ganze Gesellschaft alarmisieren und wenn alarmieren. Und wenn es ihm gelingt, sozusagen jetzt irgendein Medikament anzubieten oder irgendeinen noch so fragwürdigen Impfstoff, werden ihm die Leute das aus der Hand reißen, aus der Panik vor dem vermeintlichen Killer-Virus heraus. Und dadurch überleben neben all den anderen gewinnbringenden Irrtümern auch die übertriebenen Tendenzen und das Hypochondrische in der Ärzteschaft und diese haben jetzt die gesamte weltweite Politik und Medien halt so mit dieser Hypochondrie angesteckt und so kam es dann zu dieser Überreaktion. Deswegen müssen wir die Marktwirtschaft beenden und das können eben nur die einzige Wahrheitsquelle der Welt sind nun mal die Next Scientists for Future.de. Und die sind die einzigen, die wissen, wie man die Marktwirtschaft kompetent beendet und dabei noch ein Wirtschaftswunder auslöst. Schluck Wasser. Ja, beim Klima hat sich Frau Merkel mal wieder zu Lippenbekenntnissen hinreißen lassen, wobei da nichts möglich ist. Das hat ja auch schon Professor Hans-Werner Sinn klar gesagt gehabt. Dass da nichts möglich ist. Jede alleinige Rolle Deutschlands oder Europas in der Welt führt nach seiner Beweisführung eher zu einem Anstieg des CO2-Ausstoßes, weil es zu Gegenreaktionen zum Beispiel der ölproduzierenden Länder kommt, die durch den Verlust von Kunden sozusagen in Panik geraten, die Fördermenge erhöhen, zu billigeren Preisen verkaufen und schon steigt der gesamte CO2-Ausstoß weltweit aus. Das befürchtet jedenfalls Professor Hans-Werner Sinn. Also ist jede Form des Alleingangs nicht sinnvoll und deswegen hat auch der Bundesverband der deutschen Industrie oder irgendeiner dieser Industrieverbände jedenfalls hat sich gerade in der klassischen Heute-Sendung so geäußert, dass eben durch den weltweiten Wettbewerb, also wir die europäische Wirtschaft gefährden würden, wenn das nicht ein weltweites Geschehen ist. Der Vorschlag von Professor Hans-Werner Sinn ist ja dann gewesen, sozusagen, dass man einen Emissionshandel macht, einen Club der Willigen, das mal mit USA erst und China zusammengeht und dann also sozusagen eine Freihandelszone nur für die, die sich an diesem vollständig transparenten diesem Emissionshandel beteiligen. Und wer sich daran nicht beteiligt, muss, wenn er Sachen in diesen Klimaschutzbereich der Welt hinein exportieren will, muss er ungeheure hohe Strafzölle zahlen. Ja? Und dadurch werden die Staaten alle motiviert, alle diesem Club der Willigen beizutreten. Und dann haben wir in Kürze einen weltweiten Emissionshandel für CO2, meine Empfehlung wäre das auch für alle anderen Lufttoxine gleich zu machen, sodass wir das in einem Aufwasch machen und dann haben wir sozusagen, wird das richtig teuer, alles andere außer das Ausatmen von Menschen wird dann richtig teuer, also auch das Ausatmen zum Beispiel von Tieren, also von Nutztieren wird richtig teuer und so weiter, ja, also außer dem Ausatmen von Menschen wird alles andere richtig teuer. Ja? So, und dann ja, verweise ich drauf, ich habe ja eben darauf, dass in unserer heutigen Nachmittagssendung ja wieder so ein Überblick ist, wie die Menschheitsheilung geht. Und wie gesagt, ich erwähne es nochmal kurz,
die einzige Quelle der Wahrheit, die wir in der Welt haben. Überall, wir haben jetzt zwar viele gute Ärzte gehabt von die Wodak und Co., ja, aber alles sind es natürlich, befinden sich nur immer in der Halbwahrheit. Sie verstehen alle nicht, dass die Marktwirtschaft das Problem ist und dass wir die zum Beispiel entweder die Wohlfühlstimme oder andere Techniken brauchen, als neue Wahlstimme zum Beispiel, um wirklich einen Ausstieg aus diesen ständig wiederkehrenden marktwirtschaftlichen Krisen und Höllen zu schaffen. Ja? Also bitte, ich verweise auf alle anderen Sendungen, aber besonders auf unsere letzte heutige Sendung. Ja, bis bald. Tschüssi.